Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es meine Neuzugänge aus dem Monat März für euch. Und ich habe es ja im vorigen Video schon erzählt, dass ich so ein bisschen in der Leseflaute stecke. Und das macht sich tatsächlich auch bei meinen Neuzugängen bemerkbar. Also ich habe tatsächlich diesen Monat nur 3 Bücher gekauft, beziehungsweise es durften 3 Bücher bei mir einziehen, weil ich mich tatsächlich dran gehalten habe, wenn ich nicht viel lese, dann muss ich auch nicht so viel neu haben. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Ich bin gerade super stolz auf mich, dass ich es gemacht habe. Aber ja, 3 Bücher. Und tatsächlich habe ich 1 davon gekauft und 2 davon sind Rezensionsexemplare. Und 1 davon habe ich euch in der Buchbox schon gezeigt, also das kann ich schon mal verraten. Das wäre das im Februar schon eingezogen oder wäre im Februar schon angekommen, wenn ich denn nicht so eine langsame Post hätte, beziehungsweise es ewig in der Packstation gesteckt hätte. Ja, so ist das. Und genau mit diesem Buch starten wir jetzt auch ins Video. Das wäre nämlich Bound by Firelight von Dana Swift. Das ist der 2. Band der Reihe. Und ist auch der finale Band der Reihe. Dazu habe ich ja eine Buchbox vom Verlag zugesendet bekommen. Dazu sollte auch, wenn ihr das Video seht, die Rezension auch auf dem Blog online sein. Es ist ein Jugend-Fantasy-Buch. Und ja, ich finde die Reihe unheimlich schön. Mehr dazu werdet ihr allerdings im Lesemonat erfahren. Die Leute stehen dicht an dicht. Bunte Festtagskleidung erhellt die Abenddämmerung und was sie im Chor rufen, fährt mir schmerzhaft in die Ohren und nagt an meinem Innersten. Nieder mit den Belwars. Ein Vulkanausbruch hat das Königreich Belwar erschüttert und Thronerbin Aedra wird zu Unrecht beschuldigt, ihn verursacht zu haben. Zur Strafe muss sie ins Gefängnis und das ohne Zugriff auf ihre Magie. In der undurchdringlichen Festung sitzen die übelsten Kriminellen ein. Viele von ihnen hat Aedra selbst dorthin gebracht und nun wollen sie Rache. Jaden glaubt allerdings an Aedras Unschuld und möchte um ihre Hand anhalten, falls er je den Mut findet, sie zu fragen. Zuerst muss er jedoch das Unmögliche schaffen, ihr zur Flucht aus dem Gefängnis verhelfen und die Schrecken, denen Aedra dort begegnet, sind noch nicht das Schlimmste, was sie bekämpfen müssen. Die anderen beiden Bücher, die in diesem Monat hier einziehen durften, sind einmal ein Rezensionsexemplar und einmal ein selbst gekauftes Buch. Aber was die beiden gemeinsam haben, sind beides 3. Bände und ich glaube auch finale Bände, wenn ich das jetzt so richtig auf dem Schirm habe, ihrer jeweiligen Reihe. Eins davon wäre Dark Sigils, wen das Schicksal betrügt, von Anna Benning. Und ich finde diese Cover der ganzen Reihe, die sind einfach so unfassbar schön. Ich habe dazu auch noch eine Charakterkarte bekommen vom Verlag. Also hier seht ihr nochmal die Cover zu den anderen Büchern. Und es war so ein Magnetlesezeichen noch dabei und noch ein kleiner Brief für uns Blogger. Und was ich total witzig fand, ein Nagellackfläschchen genau in dieser Farbe, oder ja, nicht ganz in dieser Farbe. Ich würde sagen, ja. So, hier dieses etwas dunklere Lila. Das habe ich tatsächlich auch Maler auf die Fingernägel gemacht, weil sie ein totaler Lila-Junkie ist. Und sie hat das Fläschchen gesehen und sagte direkt, Nägel machen. Ja. Dementsprechend lief Maler die ganze Zeit mit Dark Sigils 3 Nägeln rum. Und Mama darf sich übers Buch freuen. Der Mirror. Bis vor kurzem war diese Welt für mich nur ein schimmernder Umriss am Himmel über London. Doch nun will Adam mich zur Mirror Lady ernennen und damit das Schicksal aller in meine Hände legen. Während ich versuche, mich durch die Intrigen und Machtspiele der Oberen zu navigieren, tobt in der unteren Welt längst Krieg. Die Chaosmagie, die Adams Mutter entfesselt hat, kräft weiter um sich und droht, unzählige Menschen das Leben zu kosten. Unsere einzige Hoffnung liegt in einem Geheimnis, das mein verstorbener Vater mir hinterlassen hat. Es könnte die Rettung oder den Untergang bedeuten. Für Adam und mich, für unsere Liebe und für die ganze Welt. Und dann kommen wir, last but not least, zum letzten Buch, das hier eingezogen ist. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass es tatsächlich nur 3 Bücher waren. Aber ja, das 3. Buch ist ein Buch, auf das die ganze Buchbubble schon hingefiebert hat. Die englische Ausgabe kam schon vor 2 Monaten, glaube ich, auf den Markt.
Und es war echt unheimlich schwer, durch Bookstagram zu gehen. Ich musste teilweise echt so durch Bookstagram klicken, weil ich einfach so Angst hatte, dass ich gespoilert werde. Beim zweiten Band, oder der zweite Band endet mit einem ganz, ganz bösen Cliffhanger. Quasi nur der letzte Satz des zweiten Bandes spoilert dich für das komplette Buch. Und eine Freundin von mir, es tat mir so unfassbar leid, sie wollte nur gucken, wie viel Seiten das Buch hat und liest genau diesen letzten Satz und hat sich damit Band 2 komplett versaut. Und er hat ja auch irgendwas um die, keine Ahnung, 900.000 Seiten. Und ja, sie hat sich einfach komplett versaut. Ihr wisst natürlich, von was ich spreche. Ich meine, die ganze Buchbubble spricht davon. Natürlich rede ich von Crescent City 3. Und ich habe es mir auch damals im April, als es vorbestellbar war, ich glaube April war es, auch bereits vorbestellt. Dann sollte es am 13. oder 14. März rauskommen und der Verlag hat es kurzfristig auf den 7. März vorverlegt und alle meine Leute hatten es irgendwie dann auch schon am 7. März in der Hand, sogar manchmal schon am 6. Und meins kam tatsächlich erst am 10. oder 11. Da war ich ein bisschen genervt, aber habe mir gedacht, ach komm, ist egal. Ich habe es tatsächlich aber mittlerweile noch gar nicht angefangen, wegen besagter Leseflaute. Ich bin aber unheimlich gespannt. Ich bin tatsächlich durch die Buchbubble gelaufen und ich habe noch keinen einzigen Spoiler gesehen. Also ich weiß noch rein gar nichts über dieses Buch, außer dass Ivy, glaube ich, gesagt hat, ich glaube Ivy war es, dass ja, sie manches ein bisschen überzogen fand, aber da mir Blood and Ash gefallen hat oder From Blood and Ash, könnte mir das hier auch gefallen. Das sagte sie zumindest. Das war nur ihr einziges Statement zu dem Buch mir gegenüber, um mich eben nicht zu spoilern. Ach so, zur Info, ich lese den Klappentext zu Band 3 vor. Also wenn ihr 1 und 2 noch nicht gelesen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, ich sag's nur nochmal, das ist echt bei Sarah J. Maas sehr bitter, dann hört ihr jetzt einfach nicht mehr zu und beendet am besten das Video hier, weil ich jetzt nämlich den Klappentext zu Band 3 vorlesen werde und danach eigentlich nur noch meine Verabschiedung folgt. Bryce Quinlan hätte nie gedacht, einmal eine andere Welt als Midgard zu sehen. Aber jetzt, wo es passiert ist, will sie nur noch zurück. Alles, was sie liebt, ist in Midgard. Ihre Familie, ihre Freunde, ihre Gefährte. Als Gestrandete in einer fremden neuen Welt wird sie all ihre Cleverness benötigen, um wieder nach Hause zu kommen. Und das ist kein leichtes Unterfangen, denn woher soll sie wissen, wem sie vertrauen kann? Hand Atalar steckte in seinem Leben schon in zahlreichen ausweglosen Situationen, aber diese könnte die auswegloseste von allen sein. Nach ein paar kurzen Monaten, in denen all seine Träume wahr zu werden schienen, befindet er sich wieder in den Kerkern der Asteri, seiner Freiheit beraubt und ohne einen Hinweis darauf, was mit Bryce geschehen ist. Er will ihr unbedingt helfen, aber bis er sich aus den Fängen der Asteri befreien kann, sind ihm buchstäblich die Hände gebunden. Ihr Lieben, das war's mit meinen Neuzugängen. Es war tatsächlich nicht viel. Es waren natürlich dicke Bücher, es waren tolle Bücher, es waren auch Bücher, auf die ich, zumindest auf 2, schon lange gewartet habe und auf die ich mich sehr, 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 sehr freue. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich hoffe, dass der April wieder ein bisschen ja, ausgiebiger wird, dass da ein paar mehr Bücher bei mir einziehen. Ich weiß auf jeden Fall von 2 Stück, die ich bereits vorbestellt habe und auch von 2 Stück, die ich beim Verlag angefragt habe. Also es wird auf jeden Fall mindestens 1 mehr hier einziehen als diesen Monat. Ja, das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!